Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was in aller Welt hast du in Scarlets gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. So, da hat kurz an der Tür geklingelt. Tut mir leid. Ich werde jetzt weitermachen. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divish hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divish versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Oh, ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Oh, ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Also hat sie doch noch überlebt. Wo ist denn der Tisch? Da. Brot. Vergeltung. Ja, wir müssen uns. Alter, ich hab gar nichts mehr. Essen. Okay, das geht. Öffnen wir mal die Tür hier. War ein schöner Tag. Turnier. Ah, okay. Wo ist denn ihr Onkel? Ach, da. Da steht er, glaube ich. Hallo, Herr Onkel. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht.
Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Na schön, was soll ich für dich tun? Nix Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel, bis auf das Nicht-Erwischen-Lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf ein Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du, aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Ich habe mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojcik von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Thor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Das hast du schön gesagt. Aber es ist und bleibt eine Schandtat. Ich mach das nicht. Meine Ehre ist mir wichtiger als Silber. Das war deine Chance, deine Schulden abzuarbeiten. Glaub ja nicht, du kannst dich da rauswinden. Ich will mein Silber zurück. Sonst mache ich dir das Leben zur Hölle. Wirst sehen. Mach's gut. Wie viel habe ich denn Schulden? Kann man das hier sehen? Vergeltung. Okay, 50 Groschen. 50 Groschen. Okay. Sachen aus der Truhe holen. Eigentlich mein Brot wieder. Kann man nicht alles nehmen? Ach da. Jetzt genügend Kräuchen eigentlich. Au. Okay. Ich brauche meinen Händler. Einen schicken Händler. Materieller fragen. Hast du schon gegessen? Ja, es war sehr gut. Hast du das gebacken? Ja, freut mich, dass es geschmeckt hat. Okay. Du kriegst dein Geld. Keine Angst. Ah, kann ich meine. Oh, geil. Mein Bogen. Alter, mein Schwert. Biancas Ring zieh ich an, Schuhe zieh ich an. Ja. Die ist verschrott. Okay, jetzt renne ich los.
Ich brauche meinen Händler, dann kann ich ihm das Geld zurückgeben. Händler, perfekt. Guten Tag, wie kann ich helfen? Nee, warte. Lass uns handeln. Die hat so und so viel, also ich verkaufe. Das sind meine Sachen. Ah, sie hat 200. Warenkorb prüfen, Handel abschließen. Danke. Ey, du alter Knatterhahn. Bist du denn? Hä? Wo ist der Onkel von ihr? Da ist er. Ich habe genug für die Schulden. Und ich habe schon geglaubt, du bist blöd wie ein Pisspot. Her damit. Den Auftrag kannst du aber immer noch annehmen. Kein Interesse. Du wolltest etwas, doch ich habe abgelehnt. Worum ging es eigentlich? Deine Schuld ist beglichen. Aber wenn du willst, erzähle ich dir. Na schön, was soll ich für dich tun? Nichts Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Das klingt sehr... Ach, mach kein... Hast du... Ich bezweifle. Komm wieder. Gott behüte dich. Okay. Die Schulden habe ich einmal abbezahlt. Jetzt könnte ich... Wo ist mein Hund? Wo ist denn mein Hund? Ich muss mal. Wo muss ich hin? Ich muss hier abbiegen, gut. Ups. Achso, ja, ich habe ja. Ich bin ja gelevelt. Duft des Mannes. Ich bin ein Speer. Okay. So. Ich konnte ein bisschen leveln. Jetzt muss ich erstmal nach da oben. Ich muss heran sein Schwert bringen. Also Vergeltung. Guten Tag. Tag. So, das zweite Mal wurde an der Tür geklingelt. Ja, jetzt mache ich aber trotzdem weiter. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist eisern, aber gerecht. Gottlob, er mischt sich in nichts ein wie dieser Herr Ratzig da, weswegen auch keiner über uns herfällt. Wie ist das Leben in Rattay? Wir haben dicke Mauern und zwei Festen. Nicht viele Städte haben das. Und wir haben hier alles, was wir brauchen. Apotheker, Waffenschmied, Schwertschmied,
Und wir haben eine prunkvolle Kirche und nette Wirtshäuser.